Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von Comentorio. Wir Let's Playen mal Pac-Man und ja, wir kennen das vielleicht noch von alten Zeiten. Ich bin dieser gelbe Blob da und ja, ich kann jetzt die Gespenster fangen. Und ich muss ja diese Krabben essen. Ups, und ich bin schon tot. Boah. Let's Plays machen ist noch nicht so einfach, als ich mir gedacht habe. Hallo YouTube, ich bin Comentorio und ich sehe mir eure Videos an. Immer mehr Leute wagen sich an Let's Plays. Sie zocken tolle Spiele und kommentieren sie begeistert. Manche Leute sind damit auch recht erfolgreich. Und manche auch nicht. Ich bekomme auch ganz oft Fragen wie, was kann ich an meinen Let's Plays verbessern? Oder warum bekomme ich nicht so viele Zuschauer und Abonnenten? In diesem Video werden wir also mal rausbekommen, was ein gutes Let's Play wirklich ausmacht. Aber ich bin selbst natürlich kein professioneller Let's Player. Deswegen habe ich die Hilfe von Lightcatcher und LPAK angerufen. Sie machen meiner Meinung nach sehr unterhaltsame Let's Plays und sind damit auch schon recht erfolgreich. Zusammen werden wir versuchen, die folgende Frage zu beantworten. Welche Technik braucht ihr für eure Let's Plays? Was ist die richtige Einstellung für einen Let's Player? Wie macht ihr den Kommentar unterhaltsam? Welche Spiele kann man am besten Let's Playen? Und wie findet ihr ein Publikum für eure Let's Plays? Fangen wir mal an mit der Technik und Lightcatcher wird euch darüber alles erzählen. Viel Spaß! Liebe Technik. Absolut notwendig für unser Hobby, aber sie hat auch ihre Tücken und ihren Preis. Doch da ihr sicherlich das Beste aus euren Videos herausholen wollt, hier mal ein paar Tipps und Tricks, wie das auch gelingen kann und Dinge, auf die ihr unbedingt achten solltet. An erster Stelle wäre da natürlich die Qualität eures Mikrofons oder Headsets. Sehr starkes Rauschen, Knacksen oder Übersteuerung können den Eindruck, den euer LP auf die Zuschauer hat, leider extrem senken. Denn seid doch mal ehrlich, auf YouTube gibt es zu fast jedem Spiel mehrere LPs zur Auswahl und was gucken sich die Leute da lieber an? In den meisten Fällen doch das mit der besseren Tonqualität. Ja, und ich habe euch mal ein kleines Beispiel vorbereitet, wie sich sowas nach Möglichkeit nicht anhören sollte. Wir sind hier wieder bei Oracle of Seasons und ja, das ist hier. Ja, wow, komm ins Loch, okay. Es ist auch bloß diese Testaufnahme, um zu zeigen, wie furchtbar der Sound manchmal klingen kann, wenn man das übersteuert und dann rauschen und naja, egal jetzt. Eine weitere und sehr wichtige Sache beim Ton ist die richtige Abmischung eurer Stimme und des Ingame-Sounds. Leider gibt es jede Menge Let's Plays, in denen man irgendwann die Spielemusik auswendig mitträllern kann, aber vom Commentary kaum etwas gehört hat. Und wenn ihr nicht gerade einem Geheimzirkel angehört und versteckte Botschaften in eure Videos baut, dann macht das Ganze auch wenig Sinn. Und hierzu noch ein Tipp von mir. Nehmt eure Stimme separat auf einer eigenen Audiospur auf. Denn dann könnt ihr das Ganze im Schnittprogramm nachher optimal aufeinander abmischen und sogar szenenweise anpassen. Da habt ihr wirklich alle Freiheiten und ich selbst mache es seit meinem ersten Let's Play so.
Oh, und bevor ich es vergesse, es gibt ein wunderbares Freeware-Programm, das euch keinen einzigen Cent kostet und absolut dafür geeignet ist, eure Stimme aufzunehmen. Und zwar ist das Audacity. Commentorio wird euch den Link dazu sicherlich in die Videobeschreibung packen. Ja, und damit könnt ihr eure Stimme aufnehmen, im Nachhinein die Qualität sogar noch verbessern und auch Effekte draufpacken, wie Echo, Hall und was weiß ich nicht alles. Also ein geniales Ding und ich selbst benutze das auch. Neben der Tonqualität darf man natürlich auch die Bildqualität nicht vergessen. Und die wird hauptsächlich durch die Programme bestimmt. Also das Programm, mit dem ihr euer Spiel aufzeichnet und das Programm, in dem ihr nachher schneidet und rendert. Für die Aufnahme empfehle ich in den meisten Fällen Fraps. Fraps kostet euch gerade mal 27 Euro und bietet euch richtig eingestellt eine 1:1 Qualität. Tolle Programme fürs Rendern und Schneiden sind Camtasia Studio, Sony Vegas, Adobe Premiere und Magix Video Deluxe. Die kosten zwar alle deutlich mehr, aber okay, wer gute Qualität möchte, wird leider auch in dieses Hobby investieren müssen. Für Einsteiger würde ich da Magix Video Deluxe empfehlen. Das kostet je nach Version zwischen 60 und 130 Euro und bietet eigentlich alles, was ihr braucht. Camtasia Studio hat den Vorteil, dass man damit auch Spiele aufzeichnen kann, wäre also eine schöne Allround-Lösung. Und Sony Vegas und vor allem Adobe Premiere sind dann die richtigen Profi-Programme, die natürlich die allerbeste Qualität liefern, jede Menge tolle Effekte haben und damit seid ihr im Grunde genommen in der Lage, ja, richtige Filmproduktionen fürs Kino zu machen. Und als letztes bietet sich zum Let's Play natürlich auch noch ein Bildbearbeitungsprogramm an. Denn damit könnt ihr euch zum Beispiel ein schönes Kanaldesign machen, ein tolles Logo, ja, oder worauf immer ihr auch Lust habt. Ich persönlich schwöre da auf Adobe Photoshop. Aber wer jetzt gar kein Geld ausgeben möchte, dem empfehle ich GIMP. GIMP ist ein Open-Source-Programm, also Freeware, und ja, das kann fast alles, was Photoshop auch kann. Und der Link dazu, den wird euch Commentorio sicherlich auch wieder in die Videobeschreibung packen. Das mache ich auf jeden Fall und vielen Dank für die Erklärung, Lightcatcher. Hoffentlich habt ihr vor allem bei dem Teil über Mikros gut aufgepasst. Denn eine schlechte Tonqualität ist meistens der wichtigste Grund, dass ihr keine Zuschauer oder Abonnenten bekommt. Aber wenn die Tonqualität und Bildqualität in Ordnung ist, braucht ihr natürlich auch noch eine gute Einstellung. Was damit gemeint ist, erklärt euch jetzt LPAKI. Eins der wichtigsten Sachen beim Let's Playen ist eigentlich die Einstellung, die man dann zum Let's Playen hat. Warum fängt man denn an zu Let's Playen? Man sollte das unbedingt nicht aus Selbstverwirklichung oder deswegen tun, weil man berühmt und bekannt werden will, sondern man muss ganz klar den Spaß im Vordergrund stehen haben. Nur der Spaß steht in der Mitte. Nichts anderes. Und wenn das so durchgezogen wird, wenn ihr selbst dran Spaß habt und das auch so rüberbringt, dann seid ihr vollkommen auf dem richtigen Weg. Am Anfang hat man dann meistens noch ein bisschen Übermotivation, man ist dann richtig motiviert, ich will jetzt was machen, ich mach das auch. Und das kann man aber auch ausnutzen, aber man sollte auch nicht übertreiben. Ich sehe es ganz oft, dass ganz viele Leute am Anfang dann am ersten Tag, die beginnen mit dem Let's Play und laden dann am Tag 4 Parts hoch. Das ist Quatsch. Das bringt nicht so viel. Man kann dann lieber zum Beispiel, ich mache das selbst, in Vorproduktion gehen, wenn man mal gerade so einen guten Lauf hat, ein bisschen vorproduzieren, da kommt man auch in Übung und hat dann vielleicht ein bisschen Puffer, wenn man mal keine Zeit hat, irgendwie Videos aufzunehmen. Aber man sollte es auf jeden Fall vernünftig machen und nicht irgendwie Qualität oder sonst was schleifen lassen, sondern wirklich auch dranbleiben die ganze Zeit. Eine zweite ganz wichtige Sache daneben ist das Durchziehen der Projekte. Man sollte auf keinen Fall sprunghaft wirken, indem man irgendwelche Projekte die ganze Zeit abbricht und was Neues anfängt und hier und da und jenes. Am Anfang würde ich vielleicht empfehlen, am besten nur ein Projekt, höchstens zwei Projekte parallel laufen zu lassen. Das ist jetzt meine Meinung, aber ich finde, dass man das so alles ein bisschen besser koordinieren kann und da dann auch nicht irgendwie ein Verzug kommt. Man hat keine Lust mehr, das eine aufzunehmen und man sollte sich da schon irgendwie ein bisschen einen Plan machen, wie man das selbst für sich machen möchte. Jeder hat da ja seine eigenen Vorstellungen. So sehen zumindest meine aus. Projekte kann man natürlich auch abbrechen. Ich habe auch schon mal eins abgebrochen, weil ich mit dem Spiel überhaupt nicht mehr klarkam. Mal sehen, vielleicht nehme ich das ja später irgendwann mal wieder auf. Abgebrochen heißt ja nicht, dass es komplett verworfen ist. Aber ansonsten habe ich auch alle Projekte, die ich bisher angefangen habe, auch zu Ende gebracht.
Eine andere ganz wichtige Sache beim Thema Einstellung ist noch, wie man mit dem privaten Umfeld umgeht. Das ist manchmal mit ein paar Risikos behaftet. Es gibt ganz viele, gerade jüngere Let's Player, die dann in ihrem privaten Umfeld, muss man schon fast sagen, gemobbt oder ausgelacht dafür werden, dass sie Let's Plays machen. Und hat immer ein bisschen was zu tun, wie reif auch die anderen Leute sind, wie reif das Umfeld von einem ist. Und da sollte man immer ein bisschen aufpassen, wem man da jetzt wie was erzählt. Denn am Anfang wirkt das für Leute, die es nicht kennen, dem man dann sagt, ja, ich spiele ein Spiel und ich kommentiere dazu und dann lade ich das auf YouTube hoch. Kann doch etwas lächerlich wirken. Ja, das schon. Am besten ist, wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, wirklich alles ganz rigoros zu trennen. Privat und Internet. So mache ich das zum Beispiel auch. Bei mir im privaten Umfeld wissen nicht sehr viele, dass ich so aktiv auf YouTube bin. Ich finde, für den Anfang ist das ein guter Weg. Ja, das sind alles auch Sachen, die man sich überlegen muss. Und nicht nur bei Let's Plays. Vielen Dank, Aki. Kommen wir jetzt mal bei einem ganz wichtigen Punkt. Das Kommentieren. Der Lightcatcher wird euch jetzt erklären, wie ihr euren Kommentar wirklich unterhaltsam macht. Das Kommentieren, ja, da kann man natürlich richtig viel zu sagen. Das bringe ich jetzt in der kurzen Zeit auch gar nicht alles unter, was ich da sagen möchte, aber es ist auf jeden Fall das, was euch zum Let's Player macht. Denn um mal kurz ein paar Unterschiede zu erklären. Wenn ein Spiel aufgenommen wird, ohne dass man den Spieler dabei hört, dann gilt es als sogenanntes Walkthrough. Nimmt der Spieler seine Stimme erst später im Nachhinein auf, kommentiert also nach, dann gehört es in die Commentary-Szene. Und nur dann, wenn die Stimmaufnahme live während des Zockens erfolgt, dann spricht man offiziell von einem Let's Play. Aber genug der Unterschiede, ihr wollt ja wissen, was ich beim Kommentieren wichtig finde. Und da steht Folgendes für mich an allererster Stelle. Ist also quasi das Lighty Let's Play Grundgesetz, wenn man so will. Habt Spaß an der Sache und lasst es die Leute auch hören. Denn als Let's Player seid ihr im Grunde genommen waschechte Entertainer und wollt die Leute unterhalten. Und die Leute wollen auch von euch unterhalten werden. Und diesen Spaß an der Sache könnt ihr durch alle möglichen Arten ausdrücken. Aber besonders wichtig dabei ist das Betonen. Legt Emotionen in eure Stimme und man wird euch noch viel lieber zuhören. Hier mal ein schlechtes und ein gutes Beispiel. Hallo Leute und willkommen zu meinem ersten Let's Play. Das hier sind jetzt die Ninja Turtles und ich glaube, ich habe hier den Raphael und ja, wir wollen jetzt mal gucken, wie das hier so ist in dem Spiel und ah ja, da haben wir jetzt auch den ersten Gegner platt gemacht und naja, okay, ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich jetzt eigentlich will, aber ich versuche das jetzt einfach mal mit dem Let's Play, das wird bestimmt schon ganz lustig werden und so, genau. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Turtles 3 Radical Rescue. Ja, mein allererstes Let's Play und ich bin mal absolut gespannt, wie das so wird, was dieses Projekt alles bringt und ja, was für Erfahrungen ich hier machen werde, ob ihr Spaß an meinen LPs habt. Also ja, wir lassen die ganze Sache mal auf uns zukommen, haben wir ja auch schon die ersten Gegner platt gemacht und ich glaube, der Raphael hier, ja, der kann auch fliegen, das ist doch eine super Sache. Ja, dann wünsche ich euch mal ganz viel Spaß und dann geht's los. Okay, das waren jetzt sicherlich zwei Extrembeispiele und man kann es auch in beide Richtungen übertreiben. Aber eure Tendenz sollte auf jeden Fall zum zweiten hingehen, dass ihr euren Spaß nach außen zeigt, dass ihr Emotionen da reinpackt, denn besser ankommt tut das auf jeden Fall. Was auch auf jeden Fall super ankommt, ist Charaktere unterschiedlich zu sprechen. Wenn euch das Spiel die Möglichkeit gibt, dass ihr Dialoge vorlesen müsst, dann nutzt diese Chance und gebt den Personen mit eurer Stimme ein Gesicht. Ihr könnt dafür die Stimme verstellen oder mit Dialekten arbeiten. Egal was, aber tut es. Das ist eine prima Möglichkeit, auch euer eigenes schauspielerisches Potenzial zu entdecken und es sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr und auch eure Zuschauer Spaß an der Sache habt. Wichtig ist bei all dem natürlich trotzdem, dass ihr selbst bleibt. Schauspielert bei den Charakteren so viel ihr wollt, aber schauspielert nicht bei euch selbst. Keine Sorge, ihr werdet mit der Zeit auf jeden Fall euren eigenen Stil entwickeln. Das kommt von ganz allein. Aber ihr habt es absolut nicht nötig, den Stil von jemand anderem zu kopieren. Bleibt euch treu und versucht nicht, jemand anderes zu sein.
Das wird euch jede Menge Sympathiepunkte bringen, denn glaubt mir, man hört es raus, ob sich jemand verstellt oder nicht. Auf ein paar spezielle Situationen möchte ich noch eingehen. Da wäre zum Beispiel die Wortwahl. Ständiges Rumfluchen und Upragen mögen einige vielleicht cool finden, aber auf lange Sicht gesehen ist es dann doch eher problematisch. Und sympathisch macht es euch auch nicht. Klar, gelegentlich mal seinem Ärger Ausdruck verleihen, wenn man an einer Stelle ständig stirbt und es einfach nicht schafft, da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Aber ja, beurteilt eure Aufnahme einfach selbst und stellt euch die Frage, würde ich das in 20 Jahren auch noch meinen Kindern zeigen? Und wenn ihr das bejahen könnt, dann ist eure Aufnahme okay. Dann wäre da noch die Sache mit dem Stimmbruch. Ich werde oft von sehr jungen männlichen Let's Playern gefragt, ob das ein Problem ist, dass sie Let's Plays machen, obwohl sie noch wie ein Kind klingen. Ob sie überhaupt eine Chance haben, sich durchzusetzen. Und also grundsätzlich sehe ich da überhaupt gar kein Problem, aber was mir ganz oft auffällt, ist, dass es gerade die jungen LPer sind, die versuchen, einen auf extra cool zu machen und sich total verstellen. Und naja, also das klingt dann schon irgendwie peinlich. Und ich befürchte, wenn die mal 18 sind und ihre eigenen Aufnahmen nochmal anhören, dann schämen die sich in Grund und Boden. Und genau das soll euch ja nicht passieren. Und von daher, also wenn ein junger LPR mit kindlicher Stimme trotzdem ein authentisches und gutes Kommentieren drauf hat, dann glaube ich, dass das sogar richtig genial sein kann. So als kleiner Tipp, Hilfestellung, genau. Wenn ihr euer Video dann fertig aufgenommen, geschnitten und gerendert habt und quasi vor dem fertigen Produkt sitzt und euch dieses Produkt, ja, euer Video, dann auch selber nochmal anschauen könnt und selber wirklich Spaß dabei habt, dann habt ihr alles richtig gemacht und dann ist das Video auch so, dass ihr es bedenkenlos auf YouTube hochladen könnt. Ja, dieser kleine Merksatz hilft dir vielleicht auch nochmal ein bisschen. Genau, also man muss die eigenen Videos eben auch selbst angucken können. Okay, alles klar. Danke, Lightcatcher. Und wie gesagt, man kann zu diesem Thema noch viel, viel mehr sagen. Und das hat er auch gemacht in einem Vortrag auf dem 3. YouTube-User-Kongress. In einem 50-Minuten-Video erklärt er, wie ihr eure Stimme viel besser benutzen könnt. Also das kann ich auch wirklich empfehlen. Der Link ist in der Beschreibung. Kommen wir jetzt mal bei einer anderen ganz wichtigen Frage. Welche Spiele sind für Let's Plays geeignet? Das wird LPAki jetzt erklären. Nachdem man sich dann alles genau überlegt hat und nochmal über alles nachgedacht hat, kommt dann natürlich eine große wichtige Frage nochmal in den Raum, nämlich welches Spiel soll denn überhaupt Let's Played werden? Da gibt es ganz viele Aspekte, die man sich rausgreifen kann, woran man gerade das erste Spiel, das erste Projekt festmachen sollte. Nämlich ist es am besten ein Projekt, was du selbst schon oft gespielt hast, das du gut kennst und wirklich auch viel zum Spiel erzählen kannst und zeigen kannst. Es ist ja wichtig, dass man auch wirklich was zum Reden hat, dass man auch weiß, wovon man redet, dass es authentisch wirkt. Und ein anderer Faktor, der eigentlich auch noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass das Spiel auch nicht zu lang sein sollte. Das erste Let's Play Projekt sollte kein Projekt sein, was über 50 Parts kommt, finde ich. Also Großprojekte wie irgendwelche großen Adventure-Spiele, sage ich mal zum Beispiel aus der The Elder Scrolls-Reihe, bieten sich nicht unbedingt für ein erstes Let's Play an. Auch kein endlos Let's Play, sondern vielleicht ein Spiel, was in sich geschlossen ist, dass man dann im Prinzip viel dazu erzählen kann und das Projekt dann irgendwann auch beendet ist und man einen neuen Schritt macht und danach dann ein neues Projekt anfangen könnte. Bei mir war das zum Beispiel, dass ich mit einem Zelda-Spiel angefangen habe. Ich bin ein großer Zelda-Fan und mein erstes Let's Play-Projekt war dann Zelda A Link to the Past. Da wusste ich wirklich über viele Sachen Bescheid. Ich konnte viel erzählen, ich konnte Geheimnisse zeigen, ich konnte viel zu den Monstern erklären, ich wusste, wo alles war. Und weil ich mir auch nach diesem ersten Projekt, das war dann irgendwann zu Ende und weil ich mir dann auch nicht sicher war, wie ich weitermachen sollte, habe ich danach noch ein Zelda-Spiel genommen, wo ich mich gut auskannte, nämlich Zelda The Minish Cap. Da konnte ich dann wiederum auch viel erzählen, alles zeigen, 100% voran machen und das ist für den Anfang sehr hilfreich, wenn man einfach nicht weiß, was man da groß zu kommentieren soll. Also Spiele, die man nicht kennt, scheiden eigentlich schon aus. Das kann man natürlich auch Let's Playen, wenn man mehr Erfahrung hat. Aber für den Anfang ist das wirklich überhaupt nicht geeignet.
Ein weiterer Tipp ist im Prinzip, man soll aufpassen, auch wenn man die Spiele zum Beispiel gut kennt, aber man sollte wegbleiben von Spielen, die irgendwie schon totgespielt sind. Also das sind, totgespielt ist vielleicht der falsche Ausdruck, vielleicht eher sowas wie, dass sie schon zu oft gespielt wurden, dass die breite Masse schon gesättigt ist, dass sie solche Videos überhaupt gar nicht mehr sehen wollen oder sich der Großteil dann drüber aufregt oder man Gefahr läuft, dass man vorgeworfen bekommt, man würde doch nur andere Let's Player abkupfern. Ein großes Beispiel ist dann natürlich, wer hätte es gedacht, Minecraft. Es gab einen großen Minecraft-Hype und eigentlich hat Gronkh da auch sein großes Monopol drauf. Und dabei sollte man es auch belassen. Also ein Minecraft-Let's Play bietet sich generell eigentlich fast überhaupt nicht mehr an, sowas durchzuführen. Da verlaufen sich einfach ganz viele Interessen und es ist nicht mehr sinnvoll. Ein anderes gutes Beispiel, was mal anzuführen wäre, wäre eigentlich der Portal-Hype, den es damals gab vor ein paar Monaten. Als Portal 2 neu erschienen ist, gab es unglaublich viele bekannte Let's Player, die Portal alle zusammen zum gleichen Zeitpunkt gespielt haben. Und es, also von den Kommentaren her, es war einfach nur grauenvoll, weil jeder hat im Prinzip den anderen gespoilert, man konnte dort nicht gucken und es haben sich dann riesen Communities im Prinzip aufgespaltet dadurch, dass sie dann halt dort geguckt haben, das Let's Play oder dort und da, und sowas bietet sich einfach nicht an, sowas sollte man vermeiden. Wenn ganz viele Leute ein Spiel spielen, sollte man vielleicht nicht unbedingt nachziehen und das auch tun, sondern sich dann vielleicht dementsprechend etwas anderes suchen. Auch empfehlenswert für den Anfang ist es, nicht irgendwelche Projekte zu nehmen, die große Let's Player gerade durchziehen, denn wenn man sozusagen, na, wie soll ich sagen, im Prinzip ist es so, dass bei großen Let's Playern öfters auch das ganze Commentary etwas ausgereifter ist als noch bei einem Anfänger Let's Player. Und da ist dann einfach das Problem, dass die meisten Leute dann wirklich, auch wenn das Commentary vom Anfänger ziemlich gut ist und eigentlich auch sehr aussagekräftig und man sich das gut ansehen kann, würden sich die meisten dann doch aber das Projekt von einem größeren Let's Player anschauen. Deswegen würde ich immer ein bisschen achten, immer ein bisschen schauen, was machen denn die anderen? Ist das überhaupt sinnvoll, das zu machen? Komme ich selbst damit klar? Kann ich da viel zu reden? Kann ich da viel erklären? Das ist eigentlich das Wichtigste beim Spiel. Und ihr müsst euch selbst natürlich mit dem Spiel wohlfühlen. Ihr solltet euch da nicht irgendwie verstellen oder so, sondern auch wirklich dieses Spiel vernünftig spielen können. Dieses Spiel leben können, kann man ja mal übertreiben. Und ganz interessant ist auch, dass im Prinzip man sich ein bisschen Inspiration auch holen kann, indem man sich ein paar Let's Plays von anderen Leuten einfach mal anguckt. Ich mache das auch, ich habe auch ganz viele Let's Player abonniert, Bekannte, auch Unbekannte, und da schaue ich ab und zu auch mal in die Videos rein und guck mal, wie die das genau machen, und da kann man sich auch ein bisschen Anregung holen. Man darf aber natürlich nicht Gefahr laufen, irgendwie abzukupfern. Es ist nicht empfehlenswert, wenn man irgendwie gerade ein Spiel Let's Playt und dann dieses Spiel noch bei einem anderen Let's Player mitverfolgt und sich dann sozusagen seine Witze aufschreibt zu diesem Spiel und die dann im eigenen Spiel verwendet. Das ist natürlich Käse. Das wollen wir nicht, sondern ich meine einfach nur vielleicht von der Spielart und Weise, wie man irgendwelche Sachen macht, sich da ein bisschen Inspiration holen, und wenn man dann ein Spiel für sich gefunden hat, womit man selbst dann wirklich sagen kann, damit fühle ich mich wohl, dann dürfte da ein großer Schritt getan sein. Das stimmt auf jeden Fall, Agi, und vielen Dank. Vor allem am Anfang ist es wichtig, dich von anderen zu unterscheiden. Und das geht halt sehr schlecht, wenn ihr der Hunderttausendste der Minecraft-Macht seid. Aber ich sag euch, wenn jemand mal die Monkey Island-Reihe Let's Playen würde, würde ich sofort zuschauen, denn das ist wohl meine absolute Lieblingsreihe. Also, wenn ihr jetzt unsere Tipps nachgefolgt habt und eure Let's Plays sind jetzt spitze, dann ist es Zeit, euch ein Publikum für die Videos zu finden. Und das ist natürlich mein Lieblingsthema. Meine feste Stellungnahme ist, wenn ihr nur Videos auf YouTube hochladet und sonst gar nichts macht, dann kommen die Zuschauer einfach nicht. Es gibt schon so unglaublich viele Videos auf YouTube und vor allem so unglaublich viele Let's Plays, dass ihr niemals automatisch aufgemerkt werdet. Aber was könnt ihr dann machen?
Erstens sollt ihr eure Videos optimieren. Jedes Video braucht einen packenden Titel, eine gute Beschreibung, treffende Tags und ein schönes Videobild. Ein guter Titel ist nicht nur Let's Play Call of Duty 4 Part 15, sondern eher Let's Play Call of Duty 4 15 Totale Chaos mit einem Hubschrauber. Also fasse das, was im Part passiert, in einem lustigen Satz zusammen. Vielleicht sollt ihr dann auch einige Sachen abkürzen, wie LPCOD4. Aber ihr könnt in die Kommentare schreiben, was eure Erfahrungen damit sind. In der Beschreibung sollt ihr auch in einigen Sätzen beschreiben, was man im Video so erwarten kann. Natürlich kostet das Zeit, aber damit können die Zuschauer sehen, oh, der Typ gibt sich auf jeden Fall Mühe und weiß, wovon er redet. Ihr könnt für das ganze Let's Play Projekt bei jedem Part auch eine Standardbeschreibung benutzen, die ihr dann bei jedem Part etwas ändert. Die Tags sind auch ganz, ganz wichtig, denn damit werden eure Videos besser gefunden. Benutze alle Tags, die irgendetwas mit dem Spiel zu tun haben, und sorge dafür, dass die wichtigsten Tags voranstehen. Das fängt mit deinem Namen an, denn damit kommen Videos von dir in die ähnlichen Videos an der rechten Seite. Danach kommt natürlich der Name vom Spiel und dann alle Wörter, die mit dem Spiel oder dem Part zu tun haben. Letztens sollt ihr euch bei jedem Video fragen, welches Videobild ist am besten? Wenn ihr kein Partner seid, könnt ihr aus drei Bildern wählen. Wähle das coolste Bild aus, denn damit fällt dein Video auf YouTube einfach mehr auf. Also nehmt euch einfach einige Stunden die Zeit und schaue mal bei jedem Video auf deinem Kanal rein, ob diese Sachen in Ordnung sind. Und achte ab jetzt bei jedem Video darauf. Damit könnt ihr wirklich die Videoaufrufe verdoppeln oder verdreifachen. Das Kontakt mit anderen ist natürlich auch eine wichtige Sache. Ihr sollt natürlich oft bei anderen Let's Player Videos anschauen und Kommentare schreiben und nicht nur bei den Großen. Jeder Kommentar ist ein Link zu deinem Kanal. Und wenn ihr selber mal Kommentare bekommt, beantworte sie dann immer. Ihr könnt auch ab und zu ein Infovideo machen, um wirklich mal mit euren Zuschauern zu reden. Zum Beispiel, hey, ich habe in den Kommentaren gesehen, dass ihr das und das sehen wollt und ich habe dazu diese und diese Ideen. Gebt euren Zuschauern die Chance, euch wirklich mal persönlich kennenzulernen. Und letztens sollt ihr euch auch bedenken, es ist sehr schwer, mit Let's Plays Geld zu verdienen. Wenn ihr also die Hoffnung habt, eure Let's Plays zu monetarisieren oder damit YouTube Partner zu werden, bedenkt euch dann, dass ihr die Game-Bilder nicht einfach so kommerziell verwenden dürft. Ihr braucht dafür Lizenzen. Hoffentlich kann ein Let's Play Partner mal erklären, wie das genau funktioniert, denn ich weiß das nicht. Aber ihr sollt damit rechnen, bevor ihr mit Let's Plays anfangt. Hoffentlich konnten wir euch mit diesen Tipps helfen und ich danke Lightcatcher und LPAki für ihre Hilfe bei diesem Video. Schaut auch echt mal bei ihren Kanälen vorbei, denn ihre Let's Plays sind wirklich die Mühe wert. Wenn ihr noch mehr über Let's Plays lernen möchtet, schaut dann mal in der Beschreibung für noch mehr Videos zu diesem Thema. Zum Beispiel das Video von Lightcatcher über wie man seine Stimme verbessert. Als Fazit können wir einfach sagen, ein Let's Player soll sich immer bemühen, dass das Beste seines Videos nicht das Spiel ist, sondern den Kommentar. Let's Playen ist schwere Arbeit. Am Anfang gibt es überhaupt noch nicht so viele Zuschauer, die die Videos anschauen. Das kann frustrierend sein. Aber macht dann trotzdem weiter. Lernt von anderen und versucht euch immer zu verbessern. Wir wünschen euch viel Spaß mit euren Let's Plays und keep filming!